Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer OPK Gaming. Und ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Live-Commentary hier auf meinem Kanal. Und ja, ich muss ganz, ganz ehrlich zugeben, ich habe null Lust, irgendwie Commentaries momentan zu machen, weil ich einfach durch die Schule auch, durch die Schule, durch die, wie soll ich sagen, durch die Schule schlecht gelaunt bin und ich weiß nicht, mir vergeht einfach, seitdem MW3 draußen ist, vergeht mir einfach die Lust. Vergeht einfach die Lust. Ich bin momentan lieber in der Stadt oder so. Stadt und chill da mit Kollegen und ich habe einfach keine Lust mehr, irgendwas zu machen oder so. Und ja. Naja, auf jeden Fall. Wollte ich ja im nächsten Kommentar mal so ein bisschen die Musik ansprechen, was ich denn so höre. Zur Musik. Das spreche ich auch im nächsten Kommentar an. Aber jetzt erstmal. Dürft ihr euch freuen auf eine Live-Commentary? So, ich mache einen kleinen Test hier und zwar Spiel suchen, Lobby wechseln, Spiel suchen, Lobby wechseln, Spiel suchen. Ja, ich würde sagen, ach ja, Wettspiel muss ich vorher sagen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein schönes Stock und Stein. Wie wär's damit? Und es ist Wettspiel, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, ist Wettspiel. Ne, Hangar 18 würde ich nicht so gerne. Dann machen wir nochmal neu. Verlassen, Stock und Stein. Go! Ah, die Lobby sieht doch gut aus. Jo, Firing Range, das kann man machen. Ich trinke mal eben was, Leute. Ja. Firing Range, Stock und Stein. So, dann wollen wir mal das erste Preisgeld da spielen, wenn wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, also momentan bin ich echt puh, bisschen müde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin müde und kaputt und ja, die Schule, die stresst mich ein bisschen momentan. Ja. Und deswegen muss ich sagen, dass ich momentan Schnauze darum. Einfach nicht mehr so eine gute Laune haben und so. Oh, da sieht er gut aus. Zack, eine Stack-Crossover gegeben. Oh, er messert mich Kommando. Crossover, wie logisch. Das ist der Hangover-Style. Hä? Den habe ich doch gerade voll erwischt. Also da. Da kannst du mir sonst irgendwas erzählen. Der messert da jeden, weil er denkt, er wäre der Obergangster. Und jetzt. Baff dich! Ist er gedemütigt! Dieser Hund. Guck mal, die Kommandoneifen alle. Was für Pussys, Alter. Kann denn nix mit ihren normalen Waffen oder was? Kleine Schwänze und nix dahinter oder was, ey? Kleine Mini-Schwänze, nix dahinter. Hey, was ist denn das? Ey, was ist denn das? Jetzt reicht's, Alter. Jetzt. Ey, Mann, ich hab momentan sowas von. Ey, die messern doch alle nur. Das ist doch schwul, Alter. Das sind doch mal wohl voll die Oberpussys, Alter. So die ganzen Zockersuchtis, die nichts Besseres zu. Fick der Scheiße nochmal! Was ist denn das, ey? Meine Fresse nochmal. Oh. Du Hund, Alter. Oh, dieser Hundesohn, Alter. Sorry, Leute, dass ich so eine Schimpfwörter in meinen Mund nehme, aber ist doch wahr.
Oh, das sind doch Hundesöhne-Dinger. Na komm her, du Hund. Ich habe auch das Gefühl, dass meine HDPVR momentan echt. Boah, du Hundesohn. Dass meine HDPVR momentan auch echt rumspackt, dass die so ein bisschen schwammig ist. So, also, ihr wisst schon, wie ich das meine, dass sie so ein bisschen. Oh, der kommt da wieder mit seinem Ballistic Knife, mit seinem Mini-Schwanz an, mit seinem Schweineschwanz, Digga. Weil er nichts Besseres zu tun hat, außer zu messern. Guck mal, Alter, was für ein Hundesohn, Digga, was für ein Hundesohn. Geh doch gleich zu Mami und piss dir eine Hose. Bam, du Hund. Komm rein. Komm rein. Oh oh. Nicht schön, nicht schön, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Ah, du Opfer. Macker. Bam. In your face. Oh, da hat er mich aber weggemessert. Das ist der Hangover-Style. Yeah. Okay, das Ding sollte ich überlassen, Leute. Das Lied ist extrem geil, das schwöre ich euch. Das Lied ist extrem geil. Gebt mal ein auf YouTube. NAMP. NAMP. Das ist. Die sind echt Hammer, Leute. Ich sag's euch. Die Zeit geht langsam weg, jetzt gerade, merke ich gerade. Ein Tomahawk, der kommt raus, zack, zack gegeben. So wie es sich gehört, zack, Double Kill. Laufen. Und. Und. Da gibt's das Messer in your face. Und bam, da ist der Opa Herbert. Der Opa Herbert ist der Erste. Bam. Jo Leute, das war's von mir. Meine Internetverbindung spackt gerade richtig rum. Ich merke es gerade hier, mein letzte Kill von mir. Ich verabschiede mich mit meinem Reingehauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, einfach mal einen Kommentar schreiben. Und das war's. Ich bin